fantastic. Guten Tag, willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Clash of Clans mit dem Fred. Für mich der Mobile Fanboy und heute mal unter dem Motto Hardcore Farmen. Ich hatte mir mal vorgenommen, heute in der 14 Uhr Folge, die wir jetzt haben, mal bei dem Gold die Millionenmarke zu knacken. Ich weiß nicht, ob wir das auch überhaupt schaffen. Ich würde gerne noch zwei Mauern machen. Wir können ja mal eben schauen, wie die Mauernjagd so aussieht. Also es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich denke mal, ich werde alle Mauern fertig kriegen auf Level 9. Das sollte ja mehr als ausreichen. 26 Stück muss ich noch. Das ist doch eigentlich im Rahmen. Das ist im Rahmen, auch wenn wir jetzt hier noch, ja, wir haben noch 11 Tage Zeit. Also es müsste eigentlich locker reichen. Der König ist am Upgraden. Ich sammle jetzt noch ein bisschen Elixier Dunkles, dann mache ich noch meine Königin fertig. Hoffentlich danach noch ein Level beim König und vielleicht auch noch einen Level bei der Königin. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir dann fertig sind für Rathaus 10. Oh, hier ist doch schon jemand. Ja, Glückwunsch. Allerdings, der Klassiker, er hat relativ viel hinter den Mauern, aber ich würde es trotzdem mal gerne probieren. Ich weiß nicht genau, er hat, das ist einfach so eine schlechte Base. Die Pokale sind mir jetzt ganz egal, einfach wirklich total scheißegal. Wenn ich aber irgendwie die 50% natürlich mitnehmen kann, versuche ich es zu schaffen. Aber ansonsten ist es mir egal, weil ich kann es ja auch nicht beeinflussen. Beziehungsweise ich kann es natürlich schon beeinflussen, aber ich will es nicht unbedingt immer erzwingen, das will ich damit sagen. So, da baut er natürlich immer ein paar schöne Bomben hin, die ich mir dann aber, ja, die ich dann quasi versuche aus dem Weg zu gehen. So, mal gucken, dass wir jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen Loot mitnehmen. Ja, es ist immer so scheiße, wenn die Sachen hinter den Mauern sind, dann hast du immer so Probleme da zu holen, aber ich versuch's trotzdem mal. Da hat er noch eine Mine, da hat er noch einen Bohrer, da hat er noch sogar noch etwas mehr. Es sollte eigentlich ganz gut laufen. Wir haben auch die Rotweinmagier, das darf man natürlich auch nicht vergessen, die sind natürlich sehr stark. Ja, komm, nehmen wir mal zumindest noch das mit hier. Mal gucken. Ja, er hat aber auch sehr, ich will das Dunkle natürlich auch haben. So, die Lager sind auch halbwegs gefüllt, 80.000 hat er noch. Würde ich aber mal sagen, wir gehen relativ stromsparend, will ich es mal nennen, vor. Und versuchen jetzt mal, nein, du solltest so machen. Ihr sollt darauf gehen, genau. Aha, ein bisschen dunkles, genau. Genau, lieber Minenwerfer, schieß bitte genau auf meine Barbaren und nicht auf meine Bogenschützen. Das ist doch schon mal schön. Da hat er auch noch einen Bohrer auf der anderen Seite, den habe ich natürlich auch nicht vergessen. 1, 2, 3. Dann haben wir das gleiche Spielchen, machen wir jetzt hier 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Damit wir davon noch ein bisschen was rauskriegen. Setzen wir die jetzt mal so ein bisschen verteilt hin, falls jetzt der Minenwerfer nochmal schießt. Ah, das ist okay. Oh, da oben hat er auch noch einen. Stimmt, ist dieser Rathaus 10, der hat drei Bohrer. Gar nicht mal so schlecht, dass ich jetzt hier noch was rausbekomme. 1, 2, 3, 4. Hoffentlich kriegen wir da noch was raus. Und dann habe ich doch eigentlich meinen Soll auch erfüllt für diesen Angriff, würde ich sagen. Wir sind auf 889.000 Gold, 886.000 Elixier, haben einiges auch an, ja, wir haben einiges an Dunklem noch mitgenommen, finde ich. Das sollte auch reichen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt hier unbedingt noch riskieren soll, irgendwas noch zu machen. Zumal ja auch die X-Bögen von ihm sind ja auch noch geladen, ne? Nee. Ist okay. Für so ein bisschen Truppen, die wir da aufgewandt haben, ist es okay, auch wenn wir Pokale verloren haben, aber das war es jetzt auch im Grunde nicht wert. Ich weiß nicht genau, wie ihr das macht. So, Boost muss rein natürlich und jetzt werden hier erstmal meine Riesen überhaupt erst ausgebildet. Das ist natürlich ein bisschen schlecht. Und ja, hoffe, ihr habt die Weihnachtstage gut überstanden. Ich habe sie nicht so ganz so gut überstanden, ich bin nämlich krank. Ich habe mich vom Hausmeister angesteckt. Mit einer Grippe, ne, nicht mit einer Grippe, mit einer Erkältung. Der alte Hausmeister, der hatte sich irgendwie eine Grippe oder sonst was eingefangen. Und dann haben wir meine Verwandten besucht und dann habe ich mich wohl anscheinend angesteckt. Jetzt muss ich ja eben überlegen, wie wir das jetzt hier am geschicktesten machen. Hier haue ich jetzt die noch hinterher und warte mal. Da ist noch nichts, da ist schon alles voll, da ist schon was voll. Und hier machen wir jetzt mal eben Hälfte. Scheint mir die beste Taktik zu sein. Ja, 889.000 Gold, es sieht nicht so schlecht aus, dass wir heute noch vielleicht zwei Mauern schaffen können. Um 17 Uhr, kann ich euch schon mal sagen, wird etwas Cooles kommen, was ich mir überlegt habe. Und zwar etwas über Clans, was ich mir mal rausgesucht habe. Wenn ihr da Interesse daran habt, wenn ihr vielleicht unzufrieden seid mit eurem Clan oder es irgendwie nicht so läuft, dann könnt ihr da mal reinschauen und dann vielleicht können wir es beheben. Ich weiß es nicht genau. Oh, ich habe noch einige übrig an den... Oh, ich habe noch viel zu viele übrig von denen. Das brauche ich gar nicht. Da brauche ich gar keine mehr zu machen eigentlich, oder? Gar nicht mehr so viele zumindest. Ah, hier habe ich auch noch so viele. Deswegen mache ich hier lieber erstmal noch so 20 Stück von den Bogenschützen und dann noch was anderes. Ja, ist immer so ein bisschen, bei mir ist immer so ein bisschen gewurschtelt in den Kasernen, ihr kennt das ja. Ansonsten kann ich euch sagen, oh, Loot aus den Lagern habe ich noch. Ich habe gesagt, wer noch Loot angefahrt, soll den bitte teilen. Heute Abend machen wir noch einen Clankrieg, da freue ich mich schon drauf.
müssen wir den Clankrieg starten wir heute Abend. Ich habe zwar meinen König noch in Ausbau, aber das sollte vielleicht trotzdem reichen. Ich denke mal, wenn ein Held von zweien im Ausbau ist, dann kann man es eigentlich noch kompensieren, nur wenn es wirklich beide Helden im Ausbau sind. So wie das momentan bei Kira der Fall ist, dann ist es auch richtig, wenn man dann sagt, nee, ich mache mal nicht mit heute. Das ist dann natürlich auch schwachsinnig, wenn man dann irgendwie mit Biegen und Brechen versucht, dann mit seinen übrig gebliebenen Truppen dann noch was zu reißen, weil die Helden doch schon sehr wichtig sind. Vor allem die Königin, ne? Ich habe die Königin ja zum Glück noch da, deswegen damit sollte es eigentlich klappen. Und wenn ich dadurch noch ein bisschen Dunkles mitnehmen kann, warum denn nicht? Denn ihr wisst es ja, ich greife oftmals mit Lavalunion an und ja. Zuletzt hat das auch immer ganz gut funktioniert, weil ich jetzt rausgefunden habe, dass man die Hunde einfach, wenn es geht, immer zusammensetzen muss. Du musst sie zusammensetzen, wenn du sie zusammensetzt, dann klappt es oftmals doch ganz gut. So, 171.000, 230.000 läuft nicht. Fließt, Entschuldigung, ich darf das nicht mehr sagen. Dann, was gibt es sonst noch zu erzählen? Ich habe mir echt was Cooles überlegt für den Silvesterabend. Hoffe mal, das klappt soweit auch alles. Bin ich noch dabei, das auszutüffeln und ich muss sagen, es wird mal was anderes sein. Zumindest, das Spiel wird natürlich Clash sein, natürlich, aber es wird so inhaltlich, was wir da so ansprechen werden, ist etwas, was mir wirklich auf dem Herzen brennt und was ich dann wirklich gerne mal ansprechen würde und was eben, wo ihr mich dann hoffentlich auch unterstützt oder vielleicht auch nicht. Ich weiß es noch nicht, es ist mal wirklich was anderes und die Verlosung der Amazon-Gutscheine wird dann Anfang des nächsten Jahres kommen. Ich schaffe das jetzt über diese Zeit nicht mehr so richtig, weil es einfach, ja, ihr wisst es, zwischen Weihnachten und Neujahr ist ja auch immer so stressig noch und ich habe die Gutscheine auf jeden Fall schon rausgesucht, nur die Verlosung, die mache ich dann Anfang des neuen Jahres und dann werden wir auch das Zahlenkontingent werden wir dann auch mal ein bisschen hochschrauben. 300 Zahlen, unter denen man wählen kann, war letztes Mal, glaube ich, doch ein bisschen arg wenig. Weil wir einige Doppelte hatten und dann fand ich es wieder schade, dass man dann auch wieder zwischen diesen einzelnen wieder noch wählen muss. Und ich kann ja die Kommentare durchsuchen, das heißt, wenn ich, ja, sagen wir mal, ich mache 10.000 Zahlen. Ihr sucht euch eine Zahl aus zwischen 1 und 10.000, dann kann ich das ja auch durchsuchen und dann ist die Chance halt nicht so groß, dass man da Doppelte drin hat. Wobei es natürlich trotzdem sein kann, dass die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gezogen werden. Das ist halt Zufall, ne? Da kann ich ja nichts dran machen. Das ist halt so. Das ist wie beim Lotto. Beim Lotto kann ja auch 1, 2, 3, 4, 5, 6 gezogen werden. Ne? Das ist halt so. So, jetzt sind wir gleich fertig. Jetzt haben wir 194. Würde ich mal sagen, wir gucken mal. Ich hatte mal was ausprobiert. Einfach mein Rathaus wieder ein bisschen geschützt. mit ein bisschen Kram. Ich muss eben reinzoomen. Wir sehen das jetzt auch schon. Ich hatte mein Rathaus mit ein bisschen, ich will mal sagen, mit ein paar Sachen getuned. Und das war sehr geil. Er hatte wirklich einiges jetzt probiert. Er hat 149 Bogenschützen, Level 5, die Clanburg und einen Blitzzauber. Und jetzt bin ich mal echt gespannt. Und vor allem, ich hatte ja auch noch meine Clantruppen. Ich habe alles dahin gesetzt, weil ich einfach mal wissen wollte, ob ich noch ein paar Pokale sammeln kann über Nacht. Hat leider nicht ganz so geklappt. Hat einen Drachen gesetzt, zack. Das war der Drache. Der Drache war relativ schnell kaputt. Alter, er musste alles aufwenden, um es zu schaffen. Er musste es wirklich hart probieren. Meine X-Bögen haben geschossen, bis das Zeug hat. Ich will ja auch ganz wichtig darauf hinweisen, das ist ein ganz großer Unterschied zwischen Pokale sammeln in diesem Fall und Griefen. Boah, der ist knapp geschafft, leck mich am Arsch. Also es ist ein ganz großer Unterschied zwischen Pokale sammeln und Griefen. Denn Griefen wäre, wenn ich das ja nur gemacht hätte, um ihm den Spielspaß zu verderben. Ich habe es aber gemacht, um mir Pokale zu holen, weil ich über Nacht keine Pokale verlieren wollte und ich keinen Bock hatte, meine Pokalbase zu nehmen, weil meine CW-Base einfach die Lage alle draußen hat und ich keinen Bock mehr hatte, in der Zwischenzeit mal eben noch umzubauen. Das werde ich aber noch machen. Von daher hat das nichts mit Griefen zu tun oder sowas oder mit irgendwelche anderen Leute verarschen. Nein, ich wollte wirklich nur Pokale holen, weil ich einfach gehofft hatte, es kommen ein, zwei Leute daher, die wirklich nur vielleicht so ein paar Bogenschützen oder so dabei haben. Und die Leute wollen dir auch, irgendwie hat er geschrieben, du verarschst die Leute, die dir ein Schild geben. Und die Leute wollen mir kein Schild geben, die Leute wollen einfach nur mein Rathaus kaputt machen. Ob ich dafür jetzt ein Schild kriege oder nicht, das ist denen ja scheißegal. Also, das ist im Grunde, das ist schwachsinnig, finde ich, weil die Leute wollen ja nicht, die Leute wollen mir ja nicht helfen, die Leute wollen einfach nur mein Rathaus snipern. Und ob ich jetzt ein Schild dafür bekomme, das ist denen doch egal. Aber wie gesagt, ich will den Leuten ja auch nichts Böses damit, ich wollte einfach nur ein paar Pokale sammeln. Hat jetzt auch nicht so geklappt, ich habe da im Grunde viel mehr für ausgegeben, als es mir im Endeffekt gebracht hat. Von daher sollte man das ja auch alles mit ein bisschen Humor sehen. Während wir jetzt noch einen Gegner suchen, und ich hoffentlich auch einen finde noch, bin natürlich mal wieder nicht so ganz optimistisch, was das angeht. Ich würde mich jetzt aber doch gerne ein bisschen runterfarben, so in Kristall 3 wieder. Weil ich irgendwie merke, hier ist nicht so ganz so die Party am Steigen in dieser Region, hier in Kristall 2. Ach Mann, Leute.
Kann doch nicht wahr sein. Kann ich mal. Ach, ich mache erstmal den Sound an. Lass mal den Sound. Warte mal, wir machen den Sound erstmal ein bisschen lauter, würde ich mal sagen. Den Sound ein bisschen lauter stellen. So, hoffentlich geht das jetzt und dann machen wir den Sound erstmal überhaupt mal an. Die Soundeffekte sind immer so nervig, vor allem wenn du, vor allem, also die Musik geht ja noch, aber die Soundeffekte, vor allem wenn du dann diese ganzen Truppen fertig hast, dann kommt immer alle 5 Sekunden. Das ist echt nervig, das ist echt wirklich nervig. Ich bin auch momentan echt am Überlegen, wie es mit der Facecam aussieht, weil ich teilweise das Gefühl habe, dass die Facecam auch so ein bisschen deplatziert ist bei Clash. Ich weiß noch nicht so genau. Weil du bei Clash teilweise, du musst dich auf so viele Sachen konzentrieren als Zuschauer. Ich meine, ihr wisst ja, wie ich aussehe. Und das ist ja jetzt nicht so, als würde man sagen, du musst ja mal die Facecam machen, wir wissen ja nicht, wie du aussiehst. Aber, ja, ich muss mal gucken, ich mach's ab und zu mal, ab und zu nicht. Ich meine, ihr kennt es ja, und im Grunde wird das ja wahrscheinlich an den Videos selber wird das ja auch nichts ändern. Ach Mann, ey, jetzt hat der wieder so viel Loot und ich komme nicht dran, oder was? Ungerecht. Ungerecht, ungerecht. Und wir haben so eine lange Folge heute wieder, oder? 11 Minuten haben wir schon. Ja, also kann mir wirklich keiner sagen, ich würde zuletzt immer so kurze Folgen machen, weil ich die Gegnersuche ja zuletzt auch einfach nicht übersprungen habe. Kann ich auch mal wieder machen, das müsst ihr mir dann sagen. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt hier mitnehmen soll oder nicht, aber er hat auch wieder so eine... Boah, ich weiß nicht, ob ich ihn kriege. Das ist das Problem. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe bis zu dem... Ach komm, wir probieren es einfach mal. Dann nehmen wir vielleicht nur das Elixier zumindest mit. So, mal gucken. Ob wir die Königin vielleicht mal eben schon ganz schnell kaputt kriegen. Ja, Königin Level 2, die müsste doch kaum Trefferpunkte haben eigentlich. Yep, die ist kaputt. So, und jetzt müssen wir mal eben gucken. Dass die bloß nicht dorthin laufen. Und bloß schnell, zack, kaputt machen. Wunderbar, wunderbar, genau so wollte ich das haben. So, jetzt noch eben schnell die Mauerbrecher. Nein, nicht dahin, das ist immer die Scheiße mit den Mauerbrechern. Oh. Den Blitz, den gönne ich mir aber mal eben. Scheiße, der Blitz hat auch kaum was genützt. Ach, ärgerlich. Jetzt muss ich echt mal gucken, wie ich das jetzt hier noch so angehe. Machen wir erstmal die Clan-Truppen kaputt. Und gucken dann mal. Ich würde echt sehr gerne hier die Lager mitnehmen, natürlich. Das ist natürlich so etwas, was mich reizen würde. So, und jetzt mal gucken. Am besten die vorschicken und am besten dann die Rotwein... Die Rotwein-Dinger hinterher. Mal lucken. Aber ich muss von dieser Seite angreifen, weil ich ja unbedingt das Dunkle haben will. Ich will unbedingt das Dunkle haben. Das Elixier, okay, da kriegen wir auch noch ein bisschen was von ab. Ja, das läuft doch schon, das läuft. Wunderbar, das läuft. Oh, wir haben schon 40% sogar schon. So, die Bogenschützen spare ich mir jetzt erstmal noch. Mal gucken, was wir noch so haben. Da unten hat er noch was. Ich habe noch 3 Zauber. Die Königin reißt natürlich ordentlich was raus. Der X-Bogen wird gleich leer sein. Ich schwöre es dir. Der X-Bogen wird nicht lange halten. Ich schwöre es dir, der wird leer gehen. Geh leer, X-Bogen. Warum ist der eine voll und der andere leer? Was soll die Scheiße? Komm, X-Bogen. Er ist leer. Er ist leer. Ich hatte es mir schon gedacht. So, und jetzt kommt der große Auftritt noch unserer Leute. Hoffentlich kriegen sie noch ein bisschen was hin. Ja, der Magierturm ist kaputt, das ist schon mal sehr gut. Magierturm ist ja immer der Erzfeind eines jeden Bogenschützen. Na, ich weiß nicht, ob ich noch ein bisschen was holen kann oder so. Weiß ich jetzt nicht. Seinen König können wir zumindest noch kaputt machen, aber ansonsten lasse ich meine Königin natürlich auch kaputt gehen. Ich meine, ich kann sie ja eh boosten. Ja, die Magiertürme sind echt scheiße für den. Sind echt scheiße. Ich hätte hier unten noch die Sachen mitnehmen können. Anstatt sie nach oben zu schicken, na was soll's. Ich lasse alles ausgehen, das ist, war im Grunde okay. Nur 792, aber durch den Bonus ist es noch akzeptabel. Durch den Bonus ist es noch akzeptabel, jetzt haben wir 977, nein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und noch ein paar hiervon. Jetzt muss ich eben überlegen, wie wir das taktisch wieder am klügsten angehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hier nehmen wir die noch hinterher. So, und jetzt in den anderen beiden machen wir einfach Only. Das ist im Grunde eine ganz gute... Na, die hier natürlich nicht so. Das ist eine ganz gute Taktik eigentlich, finde ich. Also, nur mit Barge, finde ich, reißt man nicht so viel. Also, man sollte zumindest immer so wenigstens ein paar Riesen... Auch wenn es nur so 2, 3 Stück sind und zumindest 2, 3 Mauerbrecher sollte man mal mitnehmen. Nur für den Fall der Fälle. Ne, das ist auch scheiße jetzt. Ich nehme einen
Wutzauber nehme ich immer mal mit zur Reserve. Warum? Weil man nie weiß, was einem passieren kann. Ja, sind wir auch schon am Ende. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Oh, wir haben noch einen von Ghostbuster, komm. Den müssen wir uns natürlich noch eben anschauen. Aber ist auch nicht so viel Loot, ne? Also irgendwie heute so, habe ich irgendwie das Gefühl, dass auch nicht so viel Loot generell verfügbar ist. Zumindest auch, was der Clan angeht. Aber wie gesagt, 17 Uhr, wenn ihr wissen wollt, was macht eine gute Clan aus, dann müsst ihr mal reinschauen. Oder zumindest mehr, ja, ich will mal ein bisschen was sagen über unseren Clan auch. Und über den Clan, wo ich mal sonst so drin war. Weil es mich einfach mal, ja, ich habe da so meine Gründe, sagen wir mal. Weil mir nämlich was aufgefallen ist im Spiel. Und deswegen wollte ich das einfach mal ansprechen. Also beziehungsweise ich hatte mir das mal gestern, ist mir das eingefallen, wo ich unseren letzten Clan-Krieg mir angeschaut hatte. Und vielleicht interessiert ihr den einen oder anderen. Ich hatte ja auch mal öfter schon mal gesagt, was es ausmacht im Clan-Krieg, wie man da am besten angreift. Und ja, er zerstört jetzt noch mit seinen Kobolden hier den Rest. Ja, immerhin 254.000 Gold, aber auch wenn es jetzt nicht so viel Elixier ist, ist egal. Wir spulen jetzt mal ein bisschen vor noch und dann gucken wir mal. Ja. 90%. Das ist auch schon am Ende. Ich würde mich sehr freuen über eine Bewertung, egal ob positiv oder negativ. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann gebt halt einen nach unten. Und über Feedback in den Kommentaren freue ich mich natürlich auch immer. Na, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich finde es immer so scheiße, wenn die Leute sagen, ihr müsst unbedingt mein Video liken. Wenn es euch gefällt, dann liked es. Wenn es euch nicht gefällt, dann liked es halt nicht. Aber einen Kommentar dazu lassen, das finde ich immer ganz schön. Also, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr etwas loswerden wollt in den Kommentaren, dann schreibt mal einen Kommentar und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und wenn ihr ein Abo da lassen wollt, dann lasst ein Abo da. Bis zum nächsten. Tschüss.